So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield Bad Company 2. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ihr kennt diese Szene schon und wie soll ich das jetzt erklären? Also, ich habe, nachdem ich die Aufnahme unterbrochen hatte, habe ich das Spiel minimiert und habe wollte meine aufgenommenen Fraps-Dateien in einen anderen Ordner verfrachten, beziehungsweise auf meine externe Festplatte. Und dann auf einmal stürzt mir das Spiel ab. Und ich muss jetzt hier anfangen, weil nichts gespeichert worden ist. Ich muss das alles nochmal machen. Ich habe keinen Plan und gar nichts. Und ich habe meine Waffen nicht mehr. Und was weiß ich, ey, mich kotzt das gerade so an. Aber wir machen das. Wir packen das, ne? Und ich mache jetzt auch einen kleinen Zeitsprung bis zu dem Sägewerk, wo ich aufgehört habe, ne? Bis dann. So, also wir machen hier genauso weiter wie wir, oder wie ich bei meinem letzten Let's Play Battlefield Video aufgehört habe. Nämlich, wir sprengen alles in die Luft, wir sind da eiskalt, man. Einfach bloß Granaten in die Fresse, Hauptsache jeder stirbt. Oder die ganze Deckung ist weggeballert von den Wichsern. Von der Miliz. Und ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt schon hier so ein geiles Snipergewehr habe. Ja, ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Also in diesem Moment, also dieses Video wird nicht blind sein. So wie die nächsten 5, 6 Videos sind nicht blind. Weil ich schon vor... Hallo, was geht ab? Ja, what the fuck, man? Weil ich schon vorgespielt habe und ich kenne jetzt das Spiel schon ein bisschen. Und hier müsste noch irgendwo ein Gegner sein. Da holen wir doch gleich mal eine Granate raus und sprengen ihn weg. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So. Und bevor noch mehr Kommentare kommen, wie was findest du besser, Call of Duty oder dieses Battlefield hier eben, da sage ich dann gleich mal, ich kann sie nicht wirklich miteinander vergleichen, weil Battlefield ist eher so ein Taktikspiel. Also wenn du da auf normal, es ist schwer, wenn du auf normal spielst in Singleplayer, dann, oh, da ist einer, dann kriegst du ein paar Schüsse, kriegst du im Bauch rein und der letzte ist tödlich. Also so um die 4 Schüsse brauchen die Gegner, um dich platt zu machen. Und ich spreng diesen scheiß Truck, spreng ich in die Luft, oder auch nicht. Bams! So, jetzt kommt wieder mein Snipergewehr. Obwohl, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Snipergewehr automatisch abläuft. So, ihr versteht wahrscheinlich gerade gar nicht, was ich meine. Ist ja egal, Mann. Auf jeden Fall, um Call of Duty ist eher so ein Spiel, wo du einfach, weißt du, da kannst du reinlaufen, kannst du reinstürmen. Wenn du Skill hast, tötest du alle. Kein Problem. Aber du bist halt danach schwer verwundet, aber du kannst in Deckung gehen und kannst noch überleben. Aber bei Battlefield hier läuft das einfach nicht, Mann. Musst du einfach aufpassen, was du machst. Da ist jeder Gegner ist ein Problem, weil jeder Gegner kann auch so einen verschissenen Granatwerfer aus seinem Gewehr machen und genau so eine Scheiße meine ich. Und eine Granate reinstecken und dann knallt er einmal gegen deine Deckung und du bist down. Das läuft so bei Battlefield. Musst du wirklich... Ich hab da keine Chance. Überhaupt. Ich kann gar nichts dagegen machen. Komm mal her jetzt. Wo sind denn noch Gegner? So. Oh, der ist bloß gestolpert, das Arschloch. Ich dachte, der wäre down. Jetzt, Mann. Jetzt ist er down. So, und nur so viel zu dem Vergleich. Und die Story ist auch komplett unterschiedlich. So viel, wie ich gespielt habe, das... Bei der Story, was Battlefield Bad Company 2 hat, kann Modern Warfare absolut nicht mithalten. Keine Chance. Geht nicht. Und wir laufen jetzt weiter. Wo sind denn eigentlich meine Kumpels? Hier sind sie. Okay. Das Stückchen kenne ich auch noch. Aber da bin ich ein paar Mal gestorben.
Da knallen wir aber hier gleich mal eine Granate rein und töten ein paar. So. Die hätten wir auch und... Oh, Deckung, Deckung. Da ist auch noch einer. Tot. Ist der tot oder... Ist der bloß gestolpert? Mann. Kann ich nie unter... Nee, der ist tot. So, gut. Oh, verfluchte Scheiße hier. Sprengen wir gleich mal die Deckung von dem Sack weg. Tot. Oh, fuck, da ist noch einer. Messer. Knife Attack. Da ist noch einer. Knife Attack. Gut. Passt alles. Haben wir alle geplättet, Mann. Oh, verfluchte Scheiße hier. Ich habe keine Deckung mehr, weil ich die ganze Deckung selbst weggesprengt habe. Aber dann holen wir eben das Snipergewehr raus und laden nach. Ja, ganz toll. Das hilft mir immer, wenn ich gegen Pimmel kämpfen muss. Nachladen ist immer so eine Sache, ne? Bams in die Fresse. Oh, verfluchte Scheiße, stirb. Ich glaube, wir haben alle. Ist mir auch egal, ich laufe einfach weiter, Mann. Ja, ne? Was kommt jetzt? Zwischensequenz. Ne, nicht mal. Nächste Mission. So. Gehen, Scharfschützenstellung. Oh ja. Ist mir egal, Mann. Der kriegt jetzt eine Knife Attack in die Fresse oder Nacken oder Rücken oder whatever, Mann. Ich wette, der soll in einem schwulen Porno mitspielen, will aber nicht. Warum ist mir das eigentlich nicht eingefallen? Okay, wir sind unterwegs. So, gut. Wir sollen die Wachen eliminieren, sobald der Donner einschlägt. Whatever, man, eigentlich schlägt der Blitz ein, aber... Sobald der Donner erklingt mit seiner sanften Stimme. Oh, da war er. Und ich habe genau richtig geschossen. Hier sind noch zwei, die wir abknallen müssen. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Entfernung 7, 2. Wind 5 Knoten. Das kriegen wir hin. Das wird ein Headshot, Mann. Kannst du dich noch so viel am Ohr kratzen? Bist trotzdem tot. Okay, ich muss nochmal auf Donner warten. Und tot. Alle Einheiten auf. Verstanden. Okay, da kommen nochmal Gegner. Irgendwo war das, dass da noch Gegner kommen. Oh. Da. Ziel auf 12 Uhr. Warte auf den Donner. Ich bin bereit und habe ihn schon erschossen, Mann. Noch zwei in der Nähe der Offiziere. Warte auf freie Sicht. Feuern, wenn bereit. Oh, verfluchte Scheiße, wo läuft der hin? Oh, Alarm. Ganz toll. Fehlgeschlagen, Mann. Ist ja klar, Mann. Ey, warum läuft der weg? Er soll doch warten, bis er seine Kugel bekommt. Bei McDonald's wartet auch jeder, bis er seinen Big Mac bekommt. Dann schalt ihn aus. Okay. Muss ich das alles nochmal machen? Ja. Okay, ich muss das alles nochmal machen. Bams. Bams. Jetzt warte ich mal nicht auf Donner jetzt. Zwei Ziele auf dem entfernteren Pier. Ich muss mich beeilen. 7, 2. Die sind schon tot. Die sind schon tot. Die sind schon tot, Mann. Scheiß auf, warte auf den Donner. Bams, auch tot. What the fuck, Mann? Oh. Ich bin so dämlich, Mann. Oh, diese Pimmellutscher können einfach nicht sterben und still dabei sein. Gut, vielleicht ist auch das Gewehr, was ich hier habe, ein bisschen laut.
Oh, Bams. Schon wieder, Mann. Alter. Ich will doch bloß vorankommen. Okay, kurz. Zeitsprung, bis ich es gepackt habe.